Es gibt aber auch unter euch clevere Bauherren, die das Ganze selbst machen. Also ich sage immer, das sind totale Überflieger, die dann in der Lage sind, das auch wirklich alles hier strukturiert ablaufen zu lassen. Die gibt es, sind aber wenige. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag, wo es um das Thema Konzeption und Elektroplanung geht. Nicht nur Elektroplanung allein, sondern überhaupt Gebäudesystemtechnik, Vernetzung in einem Haus. Wird sehr oft nachgefragt von euch und ich glaube, wir müssen ja hier ein Update machen. Wir haben ja in der Vergangenheit Beiträge gemacht, dass wir mal wieder auf dem aktuellen Stand sind. Hast du dir auch gewünscht? Genau, ich wollte einfach mal wissen, wie läuft so eine Elektroplanung ab? Welche Spezialisten brauchen wir denn für die gesamte E-Planung in dem Haus? Also die Elektroplanung beinhaltet ja sämtliche, alles was mit Kabeln zu tun hat, mit Infrastruktur zu tun hat. Das geht rein bis in Multiroom-Audio. Das heißt, ich habe in verschiedenen Räumen habe ich verschiedene Musik. Also ich habe da überall Lautsprecher. Und die Heizung, Sanitär, die Lüftungsgeschichten, das kommt alles bei uns mit an. Das sind ein paar Schnittstellen für ein paar Geräte. Und wenn es jetzt mehr geht darum, um Personenschutz, um Sicherheit, dass ich also hier diese Außenbereiche auch überwachen kann mit Kameras, Übersteigschutz. Und vielleicht sind das Leute, die keinen Namen draußen dran haben wollen. Da geht es in die Sicherheit rein. Da sind wir ja bei dem Thema, haben wir auch schon viel gemacht. Zu dem Thema Zugangssysteme, da kommt noch ein Sicherheitsexperte dazu, weil der muss zertifiziert sein und das hat dann auch mit der Polizei was zu tun, ne, wenn wir Sicherheit aufschalten wollen. Und ansonsten, ich sage mal so Gartenplanung, das ist ein großes Thema, ne, wenn ich einen Außenbereich habe, heute wird jeder Zentimeter geplant, ne, also kann man wirklich so sagen. So, und dann gibt es den Innenarchitekten oder die Innenarchitektin. Und da geht es auch um die Festlegung der Position. Die kann man dann ganz genau machen. 3D-Planung. Ne? Also es wird sehr oft auch in 3D mittlerweile geplant, zumindest der Innenraum. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir hier herstellerunabhängig sind. Ne? Das ist jetzt nicht das Meyer, Müller, Schulze Smart Home, sondern wir haben hier das Beste, was es auf dieser Welt für den entsprechenden Bereich gibt. Dafür sorgen wir, dass das da alles reinkommt. Das Beste auch für die jeweiligen Bedürfnisse. Für die Bedürfnisse und das Beste auch für das Budget. Wenn ich jetzt sage, mir ist das alles gar nicht wichtig, ich will hier bloß eine Leuchte in der Mitte haben, aber mir ist wichtig, dass ich mit den Autos hier unten, weil ich habe jetzt mehrere Autos, ne, aber ich will, dass hier alles Sicherheit, dass die Sicherheit eine große Rolle spielt, dann werde ich natürlich den Fokus anders setzen, als wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt ein schönes Ambiente, ich möchte Energieeffizienz, ich möchte von allem ein bisschen oder sogar alles maximal. Wer koordiniert denn das Ganze? Also das ist, denke ich mir, immer noch das Gleiche, wie es früher war. Auch, dass der Architekt, der federführende Architekt, dann auch die Ausschreibungen mit vornimmt und dann auch die Gewerke betreut und vor Ort unterwegs ist. Ne? Und der guckt, dass das auch alles stimmig ist. Da gibt es dann einen Bauleiter, gibt es einen Polier, gibt ja alles Mögliche. Ne? Und es gibt aber auch unter euch clevere Bauherren, die das Ganze selbst machen. Also ich sage immer, das sind totale Überflieger, die dann in der Lage sind, das auch wirklich alles hier strukturiert ablaufen zu lassen. Die gibt es, sind aber wenige. Du brauchst natürlich auch die Zeit, ne? Also zusätzlich, dass man das alles koordiniert bekommt und sich mit allen Spezialisten austauscht. Brauchst du. Also es ist ja in der Regel, wie läuft so ein Bau ab? In der Regel von, sage ich mal, wenn ich super, super schnell bin, schaffe ich es in 6 bis 8 Monaten da, jetzt nicht mit Innenausbau, beim Neubau, schaffe ich da, sage ich mal, den Rohbau mit Dach, mit Verglasung, vielleicht noch mit Außendämmung, Fassade, Garten, wird schon ein bisschen hängen. Ein Jahr, würde ich sagen, kann man locker rechnen. Und dann, also so wie du dir es wünschst, ein Jahr. Wie läuft denn das mit den Daten? Welche Dateien brauche ich und wie wird das Ganze ausgetauscht? Ja, das ist gut. Also das ist verständlich, dass du was du fragst. In der Regel arbeiten wir mit DWG-Dateien oder DXF-Dateien, um das Dateiformat mal zu nennen. Warum arbeiten wir überhaupt mit Dateien? Weil wir sind ja in der Digitalisierung
lange angekommen. Und damit wir alle immer von dem gleichen Plan und Datenstand sprechen, ist es wichtig, dass wir uns austauschen. Das Ganze ist sehr oft in der Cloud, manchmal noch per E-Mail. Und wenn man jetzt diesen Architektenplan nimmt, den Innenarchitektenplan, diese ganzen Geschichten, das sind alles immer wieder digitale Dateien, DWG-Dateien, die wir austauschen. Und letztendlich machen wir unsere Planung komplett auch als DWG-Datei. Ich habe es, glaube ich, schon sehr oft gesagt. Das geht in die Richtung AutoCAD. Und was vom Architekten kommt, kommt sehr oft aus der Software heraus. Die arbeiten ja mit ArchiCAD. Also der Innenarchitekt oder die Innenarchitektin, und oft sind es ja Frauen, die verwenden nochmal eine andere Software. Das heißt also, es gibt ja so die Einstiegsdroge ist so SketchUp, ne, aus der Zeit, Google SketchUp. Da fällt es mir manchmal immer recht schwer. Also wir müssen ja mit den Daten umgehen, dass ich dann eine DWG-Datei draus machen kann. Und dann gibt es halt die Vectorworks, dieser Welt, wo ich dann wirklich richtige 3D-Modelle habe. Und aus den 3D-Modellen heraus bin ich dann in der Lage, auch dann Ebenen einzuziehen. Und dann kann man das Ganze integrieren. Sehr, sehr oft unsere Arbeit. Frank, was erhalte ich denn bei einer Elektroplanung, wenn ich das jetzt an meinem schönen Häuschen angehe? Ja, also das Häuschen kannst du dir jetzt gar nicht mehr so, das kannst du nur nachbauen, das kannst du nicht mehr neu kaufen. Was erhältst du? Du erhältst bei der Elektroplanung alles, was mit dem Innenbereich, dem Außenbereich und zusätzlichen Bereichen zu tun hat. Jetzt mal ganz grob. Also da wird alles geplant. Da geht es um Positionen, Anzahl, Ausstattung. Also alles, was sich hier jetzt in dem Gebäude selber abspielt und was sich im Außenbereich wie Garten abspielt, Garagen, Pool, Sauna. Das ist jetzt erstmal so grob das, was man sagen kann. Was wird alles festgelegt bei der E-Planung? Also wenn wir jetzt mal die Bereiche sehen, dann haben wir hier ein bisschen dieses Haus. Das ist jetzt sehr viel Verglasung. Ne? Die modernen Häuser aktuell haben auch sehr viel Verglasung. Ne? Ich rede jetzt gar nicht von Glas, Beton, Metall, sondern einfach erstmal so, durch die vielen Glasflächen habe ich viel Licht von außen. Werden die Leuchten geplant, die Anzahl und Position der Leuchten, geht dann in die Lichtplanung rein, kommen wir noch später dazu. Dann werden die Steckdosen geplant, es wird das Netzwerk geplant, es gibt ja immer noch Leute, die über Satellitenkabel Fernsehen schauen. Du schmunzelst jetzt ein bisschen. Die gibt es tatsächlich noch, auch im Streaming-Zeitalter, auch jetzt im Jahre 2021 haben wir es immer noch oft. Und es wird die Sensorik geplant. Wir sprechen jetzt noch gar nicht von KNX-Planung. Ne? Das ist immer so, was oft immer so in dem Munde ist. Wir wollen jetzt eine KNX-Planung. Es geht in der Elektroplanung grundsätzlich erstmal um alles. Gesamte Gebäude, Infrastruktur. Also in allen Räumen. Wann beginnt man denn damit? Also es klingt jetzt nach viel Kommunikation und Austausch. An welcher Stelle beginne ich mit der Planung? Wenn wir einen Eingabeplan haben, der jetzt bei der Stadt, beim Landratsamt oder bei der Gemeinde eingereicht wird, also das ist die komplette Planung vom Architekten, was genehmigungsfähig ist. Und die Genehmigung jetzt mal, sage ich mal, ins Haus steht, dann beginnen wir. So, und dann geht es ja geht die Werkplanung, der Architekt macht dann die Werkplanung noch, da geht es um Wände, um Dimensionierung und so weiter, da ist der Statiker, den müssen wir auch noch ganz wichtig, den Statiker. Der Statiker oder Tragwerksplaner, der ist einfach derjenige, der dann auch hier drin mit ein Wort spricht, ob wir jetzt Lautsprecher in den Decken haben oder nicht. Gerade bei so einem Häuschen, denke ich mal, aber auch allgemein. Das ist schon sehr anspruchsvoll, weil ich muss ja jetzt hier in die Decken reingehen. Also ich brauche hier, das ist auch unser großes Thema, die Planung von Dosen, ne, in der Decke. Wenn ich jetzt Sichtbeton habe, ne, oder beim Kalksandstein zum Beispiel, da, wenn ich jetzt keinen Putzaufbau mehr habe, haben wir in letzter Zeit sehr häufig. Ne, die Leute wollen diesen Rohrcharakter haben. Ne? Also ich persönlich auch. Ne, das ist einfach, Putz ist halt irgendwie, ja, das hat man oft schon gesehen. So, und deshalb muss ich natürlich auch die Dosen sparen, die Dosen einplanen. Und es gibt natürlich auch Lautsprecher, die sind 40x60, also dieses große Maß, was wir haben bei diesem einen Lautsprecher, da haben wir eine Dose, die ist 40x60 in die Decke rein. Das sagt ja der Statiker, ich bin hier. Ja. Wie läuft das Ganze in Zeiten von Corona ab? In Corona-Zeiten? Es läuft besser ab als je zuvor. Also du weißt es ja auch.
Wir machen sehr viel über Skype, über Teams, über Zoom, ne? Und dann gibt es noch ein paar andere Tools. Das heißt, dass die ganzen Abstimmungsrunden, wo wir früher mal gefahren sind, ich vor allen Dingen auch viel gefahren bin, ne? Mhm. Also vor Ort, das hat sich wirklich minimiert, was natürlich auch kostenseitig sich minimiert. Und wir können sehr effizient kommunizieren und ihr werdet es ja natürlich auch kennen, wenn man jetzt gemeinsam auf so einen Plan guckt oder wir gucken jetzt gemeinsam auf dieses Gebäude, ne? Da kann man genau sagen, das und das und das und der an der Stelle, nur hier ist das Kabel 5x15. Das kann man viel effizienter machen, als dass man jetzt, was weiß ich, weite Strecken mit Bahn oder Auto mhm. zurück. Wie würdest du die Einsparung einschätzen? Wie hoch ist die? Im Vergleich von vor 2 Jahren zum Beispiel. Ja, das, Ada, ich würde sagen 40%, 50% mindestens. Also wir sind schneller geworden durch den Austausch per Videokonferenz ne, und auch bei euch auf der Bauherrenseite, auf der Architektenseite. Meistens sind ja viele, die zusammen auf ein Ding drauf gucken, ne, auf so eine Planung drauf gucken. Es ist viel effizienter und schneller geworden. Also ich muss sagen, Corona ist uns da letztendlich gelegen gekommen. Ne? Also, dass wir die neue Technologie auch nutzen. Mhm. War ja auch schon vor 10 Jahren da. Es ist aber in vielen Bereichen so natürlich. Ne? Natürlich nicht nur bei der Planung, ja. dass viel durch Videokonferenzen ersetzt wird. Wie stelle ich denn jetzt sicher, also ich will ein Smart Home, ich möchte modern sein, wie stelle ich sicher, dass das Ganze auch zukunftsfähig ist? Also wie gehe ich denn mit der Zeit und habe nicht ein altes Haus in 10 Jahren? Konzeption. Das wichtigste Thema, bevor ich überhaupt was planen kann. Ne, planen ist ja dann, dass ich dann CAD-mäßig Linien ziehe, dass ich Kabellisten, dass ich festlege, wo was hinkommt. Ne? Konzeption. Konzeption, ganz entscheidend. Jetzt haben wir das Haus hier von, was wir hier gezeigt haben. Ich will es nicht nochmal nennen, Mies van Rohe. Und was kommt in jeden Raum rein? Das ist bei uns die Konzeption. Mhm. Ne? Und was läuft, wie wird der Raum genutzt? Was spielt sich in dem Raum ab? Da spielt auch der Bauherr und der Architekt mit rein. Und vor allem die Innenarchitektin, ne? Oftmals sind es ja Frauen. Und die haben ganz klare Vorstellungen. Und da sind wir natürlich so ein bisschen der integrative Teil, ne? Wo man sagen kann, jetzt braucht man an der Stelle 4 Steckdosen, jetzt braucht man an der Stelle den Sensor, ne? Weil eben das so und so genutzt wird. So, und darüber hinaus kann man jetzt sagen, jetzt zum Beispiel, du hast 2 Kinder, die gehen irgendwann mal in die weite Welt hinaus, dann willst du natürlich diese Kinderzimmer weiterhin nutzen und die werden natürlich umgenutzt. Und der Vorteil ist einfach, du kannst dann in der Software einfach Funktionalitäten verändern. Mhm. Du musst halt keine baulichen Veränderungen haben. Mhm. Aber das muss ich vordenken. Noch eine Frage zu deinem Lieblingsthema Beleuchtung. Kannst du uns da noch irgendwie ein paar Beispiele nennen und so ein bisschen durchführen? Beleuchtung wird von einem Lichtplaner in Zusammenarbeit gemacht. Mhm. Weil das einen hohen Professionalitätsgrad hat. Professionalitätsgrad heißt, wir machen eine 3D-Simulation des gesamten Gebäudes und setzen die Leuchtpunkte an die entsprechende Stelle, um zu beurteilen, wie ist die Wirkung im Raum. Die Wirkung im Raum entsteht durch eine Charakteristik, durch Lichtquellenkoordinaten, also die Abstrahlcharakteristik der entsprechenden Leuchte. Wenn wir jetzt hier Deckenspots haben hier in dem Raum, die wird schon in der Software simuliert. Und ja, also Leute, die uns jetzt länger kennen, die wissen auch genau, mit wem wir da zusammenarbeiten. Wir haben schon sehr viel über das Thema Licht gezeigt. Weiß ich nicht, 50 Beiträge sind das aus verschiedenen, aus Penthouse-Wohnungen, aus Villen und so weiter. Wir haben alles schon gezeigt. Und du sagst mein Lieblingsthema, weil ich denke mir, wenn ich jetzt hier nicht so viel wie hier in diesem Falle bei dem Gebäude natürliches Licht habe, was übrigens immer weiter nach wie vor das Erstkriterium ist, Beleuchtung, ist natürliches Licht. Wenn ich das nicht habe, muss ich im Innenraum natürlich schon sehr gut mit Spots im Zusammenspiel direkter, indirekter Beleuchtung arbeiten. Mhm. Und dann hat man natürlich auch den Außenbereich, den man gut beleuchten kann, also schick beleuchten kann. Aber hallo. Spannend. Aber hallo. Weil es einfach stimmungsvoll schön aussehen soll. Konzeption und Planung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf den Daumen. Wir freuen uns auf ein Abo, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Und drückt die Glocke, dann kriegt ihr auch mit, wenn wir den nächsten Beitrag zum Thema KNX Smart Home bringen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.